Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Technik-Guide. An wen richtet sich dieses Video? An alle, die eine Capture Card benutzen und dadurch darunter leiden, dass ihr nicht in 120 FPS, 2K, 4K und so weiter zocken könnt, weil die gesamten Capture Cards normalerweise auf den Next-Gen-Konsolen, ganz wichtig PS5 oder Xbox, dort wird das 4K-Signal abgefangen, aber nicht weitergeleitet. Also könnt ihr faktisch auch nicht in 120 FPS zocken. Das neue Call of Duty Apex irgendwann mal hoffentlich in 120 FPS. Und viele andere Spiele, Shooter hauptsächlich natürlich. Oder ihr seid von mir aus Opfer wie ich eines Headsets, wo ihr einen optischen Eingang braucht und beide Konsolen haben keinen optischen Eingang. Dann habe ich auch eine Möglichkeit, wo ihr trotzdem nicht auf 120 FPS verzichten müsst. Wenn ihr kein Headset habt mit einem optischen Eingang, sondern nur USB, dann weiß ich die Settings aktuell nicht. Da kann ich euch leider nicht so viel zu sagen, ob das so funktioniert. Jedenfalls könnt ihr euch den Audio-Splitter sparen, den ich euch gleich vorstelle. Ganz wichtig, schaut das Video bis zum Schluss. Es gibt enorm viele Fehler. Quellen und ich habe über eine Stunde gebraucht, bis ich diese ganze Geschichte hier zum Laufen bekommen habe. Also, ich fange mal mit der simpelsten Einstellung an im PlayStation-Menü. Es gibt mehrere Einstellungen in Sachen Ton, Grafik und so weiter, die ihr beachten müsst. Ihr braucht von Elgato noch ein spezielles Programm, was ihr installieren müsst, sonst funktioniert das nicht und so weiter und so fort. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das alles anschließt. Ist alles relativ simpel, Step by Step. Und spart nicht an HDMI-Kabeln. Ihr braucht für mein Setting mit einem Headset Astro A50 zum Beispiel 3 HDMI-Kabel. Die müssen 2.1 HDMI-Standard haben. So lang wie nötig, so kurz wie möglich. Je länger, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Qualität verloren geht. Ganz wichtig, ich verlinke euch alles, was ihr braucht in der Videobeschreibung. Es sind Amazon Affiliate Links, ihr unterstützt mich dabei, bezahlt keinen Pfennig mehr. Das ist ganz, ganz wichtig, ich bekomme auch nichts gesponsert. Alles irgendwie selbst zusammengetragen, damit ich endlich in geiler Qualität zocken kann. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, wie gesagt, wenn ihr diese ganzen Geräte dazwischen schaltet, diese 0815-Geschichten oder einfach alte Generation, ihr könnt nicht 4K zocken, 120 Hertz. Und jetzt geht's endlich. Also, wir fangen mal an mit der wichtigsten Einstellung. Wenn ihr Anfänger seid und das erste Mal streamen wollt, dann gibt es eine Einstellung, die könnt ihr nicht kennen. Die muss aber vorher getätigt werden, bevor ihr überhaupt irgendwas anschließt. Ansonsten bekommt ihr kein Bild. Wir gehen, dazu muss ich auch mal die Kamera wegmachen, ansonsten über... blende ich nämlich die Einstellung. Wir gehen zuerst in die Einstellungen, dann gehen wir auf System, auf HDMI und hier HDCP. Standardmäßig ist das aktiviert. Das muss deaktiviert sein, sonst bekommt ihr kein Bild, wenn ihr eine Capture Card dazwischen schaltet. Ganz wichtig, solltet ihr zuerst alles anschließen und wollt dann ändern, funktioniert nicht. Dann müsst ihr alles wieder umstöpseln und habt das alles umsonst angeschlossen. Alle weiteren Settings erkläre ich euch gleich. Wir fangen jetzt erstmal an. Um welches Gerät handelt es sich? Die Elgato HD60X. Ist in der Lage, und das ist auch wichtig, für eure Zuschauer ändert sich nichts. Die sehen alles trotzdem weiterhin, wenn ihr das denn so eingestellt habt, in 1080p. Aber ihr seht halt endlich ein besseres Bild auf eurem Monitor. Das schleift das 4K-Signal durch und auch der Audio-Extraktor, der quasi das optische Problem löst. Der kostet allerdings fette 120 Euro, ist sein Geld aber wert. Ich habe schon mal ein Video über diese ganze Geschichte gemacht, über ein Jahr her. Da war es einfach nur Inhalt, das Problem mit dem optischen Eingang. Das ist quasi jetzt ein Update. Es wird alles in 4K bzw. 2K und 120 Hertz durchgeschliffen oder 120 FPS, nennt es wie ihr es wollt, es kommt aufs Gleiche hinaus. Was wollte ich sagen? Ja, ich zeige euch einfach mal, wie ihr es anschließt. Ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht und habe das alles wieder abgeschlossen, meine alte Capture Card angeschlossen. Ich zeige euch das schematisch, weil ich es einfach nicht wieder abschließen wollte. Aber es ist relativ simpel anzuschließen. Moment, so sieht es jetzt unter meinem Tisch aus. Das zeige ich euch gleich, denn auch an diesem Audio-Extraktor müsst ihr ein bisschen was ändern. Wir haben jetzt einmal das Bild von dem Audio-Extraktor links und die neue Elgato rechts. Dann mache ich hier noch so einen schönen Pfeil rein, damit ich euch das schön zeigen kann. Relativ simpel. Ihr geht von der Xbox oder eben von der PlayStation mit eurem HDMI 2.1 Kabel in diesen Audio-Extraktor-Eingang. HDMI in, dann steckt ihr das nächste HDMI
Kabel hier in den Ausgang und geht mit diesem Kabel in den Eingang der Elgato und vom Elgato HDMI-Ausgang in euren Monitor oder Fernseher. So weit, so gut, relativ simpel. USB-C kommt an eurem PC, ganz wichtig, USB 3.0. Ansonsten funktioniert die ganze Geschichte wahrscheinlich nicht wegen der Datenmengen. Und natürlich hier für euer Headset, wie bei mir das Astro A50 mit einem optischen Kabel, kommt hier das optische Kabel rein. Wie gesagt, habt ihr nur ein USB-Headset, braucht ihr dieses Teil hier gar nicht, dann weiß ich aber auch nicht, ob die Settings für euch so funktionieren. Das ist ebenfalls sehr wichtig zu wissen. Dann braucht ihr noch ein Programm von Elgato, verlinke ich, damit das zu finden. Es ist kostenlos. Ich kann euch das jetzt aber nicht per Mauszeiger zeigen, wie ihr das alles einstellen könnt. Ich habe nur einen Screenshot gemacht, weil das ist auch ein Capture-Programm wie OBS, wie ich es gerade aufnehme, und die können nicht beide gleichzeitig laufen. Deswegen habe ich nur einen Screenshot gemacht. Ihr ladet euch das runter und dann habt ihr oben rechts, das seht ihr jetzt hier an dem Bild nicht, ihr habt aber oben rechts in dem Programm ein kleines Zahnrädchen und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Und den Reiter allgemein Bild, Aufnahmen und Mikrofon könnt ihr normalerweise, also war zumindest bei mir so, könnt ihr ignorieren. Bei euch steht dann hier die Capture Card, in meinem Fall die HD60X. Firmware ist uninteressant. Hier zeigt er die Videoquelle. Und das ist kurios, der zeigt hier nur das WQHD-Signal 1440p in 120 Hertz oder FPS. Auf meiner PlayStation, kurioserweise, kann ich 4K einstellen. Ob das 4K-Signal jetzt trotzdem ankommt, kann ich leider nicht beurteilen. Aber es scheint technisch machbar zu sein. Und im Zweifel zwischen 2K und 4K werdet ihr an einem Monitor, vor dem ihr vielleicht nur einen halben Meter weg sitzt, eh kaum Unterschied erkennen. Audioeingang, HDMI-Audio, ganz wichtig. Farbraum ist, glaube ich, egal. Dann dieser Edit-Modus, der muss auf intern stehen und Edit intern muss hier auf Standard stehen. Da kannst du noch ein paar mehr Sachen einstellen. Was die aber bewirken, kann ich euch aktuell nicht sagen. Ich weiß nur, dass meistens dann der Ton irgendwie irgendwo verschwindet. Und das ist ein bisschen belastend. So, ich gehe mal ganz kurz auf meine Liste. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Egal, wir gehen erst einmal auf das Bild. Das hätte ich nämlich fast vergessen. Unter meinem Tisch sieht es aktuell so aus. Ich wollte euch das eigentlich schön sauber abfilmen, aber unter meinem Tisch ist so schlechtes Licht, dass ich euch das erspart habe. Wir machen nochmal meinen Pfeil an. Das ist der Audio-Extraktor von vorn. Die ersten beiden blauen Lämpchen zeigen, HDMI ist angeschlossen, In und Out. Und ihr müsst über diese Select-Taste auf diesen Kanal wechseln, auf Copy. Diese Channel, einmal 7.1, 5.1 und 2.1, die funktionieren nicht. Ihr bekommt kein Signal. Also ganz wichtig, auf Copy gehen. Sonst funktioniert auch das nicht. Und jetzt gehen wir in die Einstellungen im System. Wie gesagt, ich kann euch das jetzt hier nur an der PlayStation zeigen. Ach so, nur mal als Beweis nebenbei. Ich starte mal ganz kurz COD. Für alle, die aktuell nur diese anderen Capture Cards benutzt haben, die alle unter dieser HD60X sind, die HD60 Plus zum Beispiel, da wird euch nämlich ein Einstellungsmerkmal in den Grafiken verwehrt, was ihr gar nicht erst seht. Das ist nicht mal ausgegraut, das ist komplett aus dem System verschwunden. Nur wenn die Settings alle richtig angeschlossen sind, seht ihr hier bei den Grafikeinstellungen 120 Hertz. Habt ihr irgendwo einen Fehler, wird dieser Reiter nicht angezeigt. Er ist auch nicht grau, er ist einfach weg. Wenn ihr alles richtig angeschlossen habt und diese 120 Hertz bei Call of Duty zum Beispiel, ihr könnt euch den Spaß machen, wenn ihr dieses Spiel zum Beispiel nicht spielt, ihr könnt ja Warzone kostenlos runterladen. Dort könnt ihr einfach mal gucken, ob ihr die 120 Hertz seht. Aber eigentlich könnt ihr euch das sparen, denn wir gehen nämlich jetzt in die Einstellung in der PlayStation und dort zeige ich euch, was ihr noch so einzustellen habt, damit das wirklich alles funktioniert. Wir fangen an. System HDCP habe ich euch erklärt. Ganz am Anfang einstellen, das ist klar. Dann geht ihr auf Ton. Eingabegerät sollte hier euer Headset sein, das ist klar. Dann müsst ihr auf Audio-Ausgabe gehen. Und bei Ausgabegerät muss euer TV oder Monitor, da wird wahrscheinlich wie bei mir HDMI-Gerät TV stehen, nicht das Headset wählen. Ansonsten verschwindet sofort der Sound aus eurem Headset oder eben aus eurem Stream. Eins von beiden. Es muss auf HDMI-Gerät stehen, sonst geht das nicht. Dann gehen wir weiter auf Bildschirm und hier kommt noch eine wichtige Einstellung. Da mache ich mal kurz die Kamera weg. Hier, ihr seht hier,
Auflösung 2061p, das sollte das 4K-Signal sein. Ich kann es einstellen, eigentlich dürfte es gar nicht da sein. Wenn ihr eine HDR60S zum Beispiel angeschlossen habt, müssten normalerweise die beiden hier ausgegraut sein. Ihr seht nur 1080p und 720p. Soweit sollte das sein. Und VRR muss deaktiviert sein. Ist das an? Funktioniert die ganze Geschichte ebenfalls nicht und ihr bekommt kein Bild. Wie gesagt, ich habe wirklich über eine Stunde gemacht, getan und es wollte ewig nicht funktionieren, bis ich das irgendwie zufällig hier deaktiviert habe. Und das müssten eigentlich alle Settings sein, die wir so brauchen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz meine Checkliste durchgehen, damit ich wirklich nichts vergessen habe. Wie gesagt, Affiliate-Links sind in der Videobeschreibung. HDMI 2.1 Qualität ist ganz, ganz wichtig. Headset mit optischen Eingang habe ich erzählt. Ach so, ich zeige euch etwas, was ich nicht verstehe. Es gibt keine Lösung dafür. Ich wechsle einfach aus Spaß mal das Bild und seht, was passiert. Das Spiel. Ich gehe auf Destiny und jetzt verschwindet das Signal. Das passiert immer und immer wieder. Ich kann euch nicht sagen, warum das passiert, aber es passiert. Das Signal kommt aber nach wenigen Sekunden wieder, wenn das Spiel dann richtig gestartet ist und ihr dann im Hauptmenü ist. Manchmal flackert das dann noch ein bisschen und dann steht es noch. Na, jetzt flackert das zum Beispiel mehrfach, warum auch immer. Und dann hört das aber auch auf. Und wenn ich jetzt wieder das Spiel wechsle, dann passiert das wieder. Dann dauert es ein bisschen länger diesmal, aber es funktioniert trotzdem, das ist ganz wichtig. Das ist zwar ein bisschen nervig, wenn ihr aufnehmt oder gerade streamt, also seid am besten schon im Spiel, damit das nicht so dämlich aussieht. Und dann ist eigentlich alles schön. Ist das Bild jetzt wiedergekommen? Nur mal so als Vorführeffekt. Bei Warzone dauert es ein bisschen länger. Sollte aber gleich wiederkommen. Sollte? Das ist jetzt aber kurios. Jetzt ist es da. Jetzt. Das hat jetzt wirklich ein bisschen länger gedauert. Warum auch immer. Das kriege ich leider nicht behoben. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Aber es tut dem keinen Abbruch. Ihr könnt in 120 Hertz in wenigstens 2K könnt ihr zocken. Ob die 4K wirklich durchgehen. Es steht auch hier drauf, dass der Pass-Through, quasi dass das Signal in 4K 60 Hertz eigentlich nur durchgeschliffen wird. Deswegen sollte normalerweise nur 2K 120 Hertz funktionieren, aber ich kann trotzdem die 4K einstellen, warum auch immer, und die 120 Hertz kann ich einstellen. Das ist halt das Kuriose, und im Zweifel stellt ihr einfach auf 1440p, dann funktioniert es auf jeden Fall. Und auch wenn ihr bei der PS5 den 1044p Test macht, den kann ich ja noch mal ganz kurz zeigen, dann verschwindet auch immer wieder das Bild. Und das ist ein bisschen bescheiden, weil ihr durch den Test müsst ihr die Settings bestätigen. Und wenn das Bild weg ist, lässt sich das natürlich... Moment, bin ich bescheuert? Hier, wenn ihr jetzt den Test auslöst, verschwindet das Bild kurz. Und manchmal dauert das, bis das Bild zurückkommt. Deswegen ist manchmal ein bisschen bescheiden. Mit zwei Monitoren macht sich das auf jeden Fall besser. Und ihr solltet auf jeden Fall OBS offen haben, weil dort kommt das Bild schneller wieder als bei mir auf dem Monitor. Das ist ein bisschen kurios. Warum das so ist, kann ich leider nicht beantworten. Aber wie gesagt, inhaltlich funktioniert der ganze Spaß, ganz wichtig. Ladies and Gentlemen, das war es jetzt von mir. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann vielleicht in einem Technikguide wieder, wenn sich irgendwas verändert, was uns noch bessere Qualität liefert. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.